Grüße und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Wir kämpfen jetzt gegen Nummer 46. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir kein Geld gewinnen, können wir auch kein Geld verlieren. Das finde ich nicht schlecht. So. Ich muss auch sagen, ohne den EP-Teiler macht dieser Ort sehr, sehr wenig Sinn. Weil wir kriegen ja trotzdem recht wenig Erfahrungspunkte, merke ich. Weil wir halt immer wieder die EP aufteilen. Das ist halt das große Problem. Aber so mit dem EP-Taler macht es richtig viel Spaß. Könnte ich mir auch vorstellen, die eine oder andere Level-Runde zu machen. Oder Ehrenrunde zu drehen auf diesem Turm. Ich werde übrigens tatsächlich noch, wenn ich dann wieder meine nächste Aufnahmesession mache, die sechste Ebene angehen. Danach ist, denke ich mal, erstmal Schluss. Da muss ich wirklich ein Pokémon rüber transferieren. Von einer meiner Editionen. Damit es da weitergeht, weil ich meine, wir könnten theoretisch Ho-Oh fangen. Ja, das ist in dem Spiel möglich. Weil hier dreht sich zumindest der Duellberg um Ho-Oh. So ein bisschen zumindest. Wird es bei Pokémon XD ja um Lugia geht. Wenigstens mal ein paar Pokémon mehr. Machen wir relativ schnell auf, wenn es die Level angeht. Ich glaube, bei diesem Part überziehe ich jetzt ein bisschen, weil wir müssen hier unbedingt durchkommen, damit ich den Speicherpunkt erreiche. So, Nummer 47. Erscheine! Da sind halt noch vier Trainer. Vier Trainer in 12 Minuten, das wird so gut wie nichts. Lula könnte ein estnischer Name sein. Kadabra und Natu. Aha. Sicherlich auch spannend. Und ja, sie hat noch ein drittes im Gepäck. Das soll uns nicht schaden. Wow! Wir kriegen tatsächlich eine Attacke ab. Die ist gar nicht mal so schlecht. Die hat es schon in sich. Oh, sogar ein Volltritt. Ah, sehr schön. Ja, manchmal braucht man halt einfach auch Glück. Oh, Meditalis. Gut gemacht. Oh, Kraftreserve, das könnte nochmal haarig werden. Ich glaube, das trifft sogar beide. Wow. Oder auch nicht. Schade, dass sie gleich nach einer Attacke aus, die euch mehr Pokémon trifft. Wenn ihr mich fragt. Aber gut, manchmal irrt sich der optische Eindruck. So, wie sieht das eigentlich aus, dieses Medite in unserem Team?
Wir haben jetzt knapp 50 Kämpfe gesehen. Und in dieser Zeit könnte sich ja bei Medite was getan haben. Oder Medite. Ja, das Herz ist fast offen, obwohl es kaum kämpft. Finde ich geil. Auf seine ganz eigene Art und Weise. So. 48. Also haben wir quasi den halben Duellturm fertig gemacht. Binnen ein paar Parts. Ja, sieht nicht so toll aus mit Lombrero und Libiscus. Wie gesagt, gegen Wasser-Pokémon haben wir noch keine Effektivität. Gehen wir mal auf das Pokémon-Feld. Aber das ist auch unkonventionell. Du siehst da hinten Lava und Gestein und die setzen dann Wasser-Pokémon ein. Hat sich unfreiwillig getimt. Ja, da müssen wir jetzt durch. Hilft doch alles nix. So. Absorber. Vielleicht wäre Psychstrahl besser gewesen auf Lombrero, wer weiß. Das hat nicht ganz gereicht. Hilfe. Aber vielleicht erledigt es die Verwirrung den Rest. Molot geht auf Level 40. Beeindruckend. Okay, Seemon. Nicht einfach, kein einfaches Brötchen zum Backen. Aber wir haben immer noch Psychstrahl. Und das bringt einiges. So, mein Herz wird schwerer wie ein Pokéball. Was ist denn das? Ein Pokéball ist doch nicht so schwer. So, 49. Fast bergfest. Leerkraft Gloss. Oh Gott, Seeyong.
Aber es ist ja auch ein Wasser-Pokémon. Ne, es ist ja auch ein Eis-Pokémon. Vielleicht können wir da ja trotzdem was tun. Dann mal ab dafür. Ja gut, Glut. Was soll das schon bringen? Nicht viel, wie ihr seht. Ja, das ist klar. Aber das muss jetzt abräumen hier. Ein Volltreffer, sehr schön. Entledigen wir uns dem. Jetzt wird es immer noch etwas hell draußen. Oder vielleicht bringt Steinwurf sogar mehr, wer weiß. Man kann es ja mal probieren. Vorsicht, das könnte gut sein, dass wir jetzt gleich gestört werden. Ich mach mal hier ein bisschen heller. Wow, und das werde Licht. Und fast hätte das ausgereicht. So. Jetzt mal aufpassen. Wie machen wir das am besten? Wir machen es so. So erledigen wir beide auf einmal. Gute Nacht. Doch eben noch eine Runde. Zum nächsten Posten. Zum nächsten Vollpfosten. So, Bergfest. Die erste Hälfte des Duellbergs. Ja, also es sind genau 100. So, was hast du zu bieten, Vigo? Auf jeden Fall 5 Pokémon nehme ich an. Papinella und Schwalbos. Oh, das ist ja machbar. Das ist machbar. Also zumindest was die ersten Pokémon angeht. Sehr gut, das bringt nicht sonderlich viel, nehme ich an. Ja, das ist nicht so effektiv, als eben auch ein Gesteins-Pokémon ist. Ja, das ist vollkommen. Vor allem, die agieren gar nicht strategisch. Und eins hätten wir schon mal weg. Ja, mit ein bisschen Glück könnte das eventuell sogar schon Level 42 geben für unser Dingens. Weil das andere Pokémon, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Stellen wir noch auf Maske Regen. Und ja, kann eigentlich mal Surfer ausprobieren. Die wählen halt immer die falschen Pokémon aus. Ja,
Flammenkörper, auch nicht schlecht. Mit ein paar zwei Rohabsorber bei Maskeregen kommt nicht so gut an, wobei doch einigermaßen. Der Schwalbus überlebt es leider. Aber Maskeregen nicht. Wobei mit Level 42 dürfte es doch noch etwas knapp werden. Ne? Golbat. Lauter so Pokémon, die fliegen, das finde ich sehr interessant. Spannend zu beobachten. Philippa, das könnte noch mal kompliziert oder etwas schwerer werden. Das hat leider nicht ganz gereicht. So, wir machen mal Steinwurf auf Philippa und ansonsten halt Surfer, ja. Ja, Superschall, das heißt eigentlich nie was Gutes. Aber ich glaube insgesamt, dass wir den Kampf schaffen werden. Dafür haben wir auch noch zwei Backup-Pokémon. So ganz reicht es aber noch nicht. Ja. Was machen wir denn da jetzt am besten? Also in der Runde werden wir es auf jeden Fall nicht schaffen, das zu besiegen. Aber die sind halt auch so meilenweit davon entfernt, uns irgendwas anzutun. Ja, Modder schreckt zurück, das ist schon mal nicht gut. Okay, speichern wir ab und dann soll es das gewesen sein. Immerhin 19 Minuten ist immer noch eine relativ gute Zeit. So, dann wäre auf jeden Fall schon mal der Dienstag versorgt. Das ist schon mal sehr schön. Mal schauen, ob ich morgen nochmal aufnehme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstaffel. Denkt daran, Freundschaft ist Magie.